Willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Michel ITC Solution Channel. Heute mit dem Thema kundenspezifische HMI-Komplettlösungen. Unser Gast heute, Armin Dornhauser, CEO der Firma IDEAC AG. Und zugeschaltet im Studio unser Experte Daniel Kuster, Leiter Eingabesysteme Michel ITC AG. IDEAC ist ein Hersteller für Geräte im Bereich Medizin, Technik und Sport. IDEAC versteht sich als Brückenbauer zwischen Forschungszentren und Markt. Wir haben gemeinsam mit der IDEAC an ihrem neuen Atemmuskeltrainer IDEAC P100 gearbeitet. Armin, wer ist die IDEAC und was macht euch aus? Also zunächst einmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und uns vorstellen darf. Wir sind eine bald 30-jährige MedTech-Firma aus der Region Zürich, Feraldorf im Zürcher Oberland. Und was versteht ihr unter All-in-One Atemmuskeltrainer? Der IDEAC P100, ich habe einen mitgebracht, vereinigt zwei Arten von Training. Das eine ist das Krafttraining und das andere ist das Ausdauertraining. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, haben wir das sogenannte Intervalltraining integriert, das Kraft- und Ausdauertraining miteinander vereint. Kannst du uns das Gerät kurz zeigen und uns erläutern, wie es funktioniert? Der IDEAC P100 ist grundsätzlich ein Sportgerät in dieser Ausführung und versucht, Trainingsreize zu setzen. Normalerweise versuchen wir das mit erhöhtem Atemvolumen und erhöhter Atemfrequenz. Wenn wir das aber normal machen, indem wir einfach schnell ein- und ausatmen, dann passiert das sogenannte Hyperventilieren und wir werden bewusstlos. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Und darum hat es hier diesen Beutel, der sammelt CO2, das wir ausatmen, und mischt beim Einatmen die richtige Portion CO2 zur Frischluft, die wir einatmen. Wer setzt denn den IDEAC P100 nun ein und wem hilft dieses Gerät? Es sind vor allem Sportler, die ihre Leistungsfähigkeit verbessern, und zum Teil sind es auch Patienten im Bereich Physiotherapie, Reha. Wir haben einzelne Therapeuten, die entschieden haben, den IDEAC P100 auch bei Long-Covid-Patienten zum Beispiel einzusetzen. Und kannst du uns noch eine oder zwei deiner Erfolgsstories erzählen? Ja, sehr bekannt aus dem Skisport ist Dominique Giesin, ihre Schwester Michelle Giesin, die beide mit dem schon Vorgängermodell, aber jetzt mit dem IDEAC P100 trainieren. Sehr bekannt ist Nino Schurte, Weltmeister, Olympiasieger. Und was uns natürlich interessiert, wie kam es jetzt zur Zusammenarbeit mit Michel ITC? Der Startpunkt war natürlich unser Entwicklungsprojekt für den IDEAC P100. Und wir haben einen Partner gesucht, der uns die Bedieneinheit komplett liefern und entwickeln kann. Und was verstehst du unter einer kompletten Bedieneinheit? Es geht um den ganzen Teil, den wir so als komplette Komponente in der Fertigung einfach einsetzen können. Das Ganze, man sieht es hier, beinhaltet ein Touchscreen, also man kann die ganze Geschichte über Touch bedienen. Und das hat Michel ITC für uns gelöst. Waren noch weitere Punkte wichtig oder haben sich noch andere Themen in der Entwicklung ergeben? Also ganz wichtig war natürlich neben dem Touchscreen, das wir hier bedienen können, der flache Einfallswinkel oder Ablesewinkel, der sich durch die Bedienung ergibt. Und auf der anderen Seite ist es für uns extrem wichtig, dass wir eine lange Verfügbarkeit von der Komponente haben. Und hier reden wir von 10 Jahren Verfügbarkeit. Danke, Armin. Wir wollen eure Anforderungen für ein kundenspezifisches HMI noch einmal mit unserem Experten Daniel Kuster besprechen. Hallo Daniel. Daniel, wir haben jetzt von Armin gehört, dass die Komplexität die Herausforderung bei IDEAC war. Kannst du uns erklären, was wir unter HMI-Komplettlösungen bei Michel ITC verstehen? Beim IDEAC-Projekt war uns von Anfang an klar, dass es sich um ein kundenspezifisches und umfangreiches Projekt handelt. Bei HMI-Komplettlösungen kombinieren wir zum Beispiel Fronten, Gläser, Touchscreens, Display, Sensoren oder IC-Controller zu einer einbaufertigen Einheit. Armin hat uns gesagt, dass die Lesbarkeit eine Herausforderung war. Warum? Das zuerst definierte Display von der IDEAC AG hat nicht ganz den Anforderungen entsprochen. Unsere Mitarbeiter in Shanghai haben daraufhin eine passende Alternative gesucht, welches neben dem
Ablesewinkel auch optisch verklebt werden kann. Daniel, zum Thema Verfügbarkeit. Das ist immer ein Thema für unsere Kunden. Wie können wir 10 Jahre Verfügbarkeit sicherstellen? 10 Jahre Verfügbarkeit für ein Standarddisplay ist leider kaum möglich. Aber durch unsere Mitarbeiter in Shanghai und den lokalen Displayproduzenten in China haben wir die Möglichkeit, verschiedene Komponenten, kritische Komponenten, so anzupassen, dass wir die Verfügbarkeit auch länger als 10 Jahre garantieren können. Was verstehen wir unter kundenspezifischem Display? Kundenspezifisch heißt für uns maßgeschneidert. Das heißt, wir passen das Display den Kundenanforderungen an und auch den Gegebenheiten. Und Michel ITC hat alles aus einer Hand gelöst. Nachdem wir ein passendes Display gefunden haben und die letzten Kundenanpassungen vorgenommen haben, konnten wir auch die Folientastatur dazu finalisieren, welche nachher mit dem Display optisch verklebt werden konnte. Diese Einheit wird heute montagebereit bei der IDIAC AG angeliefert. Und nun ein Ausblick in die Zukunft. Armin, welchen Herausforderungen seht ihr euch gegenüber? Für uns ist es wichtig, dass wir neben dem Sportgerät vom IDIAC P100 auch das Medizinaltechnikgerät gut etablieren. Wir wachsen im Moment international und wollen diesen Weg auch sehr stark weitergehen. Da sehen wir großes Potenzial. Und Daniel, wie siehst du die Zukunft im Bereich HMI-Komplettlösungen? Wo geht die Reise hin? Die große Herausforderung heute und auch in Zukunft ist die Beschaffung kritischer Komponenten. Doch mit unserem Team in Shanghai sind wir nahe an der Produktion und das ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. Danke Daniel. Und Armin, danke, dass du heute unser Gast warst. Das war wirklich spannend, einen Einblick in die IDIAC und den IDIAC P100 zu bekommen. Vielen Dank, dass ich da sein konnte. Wenn Ihnen unser Solution Channel gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und folgen Sie uns auf LinkedIn. Weitere Informationen zu Michel ITC finden Sie in der Infobox. Bis zum nächsten Mal!